Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Runde Let's Play Feed the Beast Unleashed. So, das letzte Mal haben wir, soweit ich weiß, ein bisschen an den Maschinen rumgefummelt, waren kurz meinen und so, haben unsere Baumfarm gebaut und haben eine zweite Etage angefangen. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Folge genau wir das alles gemacht oder angefangen haben. So. Ah, ist so schön, und das, diese Folge hier wird so stark vorproduziert sein, weil ich hab mir gedacht, komm, hast jetzt gerade den FTP Launcher offen, nimmst mal eine kleine Runde FTP drauf, hast tierisch Bock gerade drauf, und das muss jetzt einfach sein, weil besser hast du Vorrat als Rückstand. So, und ich, für mich ist die Musik gerade ein bisschen laut. Mal die mal auf 25%. So, und ich kau gerade ein Kaugummi, das schmeckt so geil. So ein Airwaves. So. Ja, wie sieht's denn aus? 14 Diamanten haben wir. Dann haben wir da Tanzanit. Ach so, by the way, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon hatte. Das Texture Pack ist das Specs 64er. Ich habe Stunden gebraucht, bis ich es endlich geschafft habe, dass das ohne irgendwelche Texturfehler oder whatever oder irgendwelche Fail-Texturen zum Beispiel, das Kisten als ganzer Block angezeigt werden und. Bis ich das alles draußen hatte, das war eine scheiße Arbeit, aber es sieht einfach nice aus. Es ist zwar kein 128er oder 256er, aber trotzdem immer noch besser als das Default. So, dann würde ich sagen, haben wir da irgendwas drin? Ah, da mal Gold. Gold ist immer gut. Haben wir ein bisschen Power. So, also kohletechnisch stehen wir ja eher so mittelmäßig da. Ich habe gedacht, hä, wo haben wir jetzt den Glowstone her? Aber das ist Forscam. Forscam, miau. So, wir haben zwei Radioactives. Das ist sehr schön. Aber um die Maschinen zu craften, brauchen wir erstmal Emeralds, richtig. So, wir haben hier erst zwei Maschinen stehen, das sollte ich mal ändern. Was haben wir hier? Stahl. Aha. So, dann haben wir jetzt, brauchen wir insgesamt 16, würde ich sagen. Ja, 16 für die beiden Machine Blocks. Für unsere beiden Maschinen, die wir noch brauchen. So. So, haben wir hier das, ja, da können wir das da ja rausholen. So, und ich, das war, sind auch einige Bäume gewachsen, soweit ich weiß. So weit ist das noch in meinem Köpfchen, aber ne. So, ja, das dauert ein bisschen. So, da haben wir noch Copper Gravel und Iron Gravel. So, mal sorten, Fillet Tin Can. Okay. Ja, wir haben ja dahin noch unsere beiden Buschmänner. Ah, das war jetzt. Ah, okay. Also, die Textur ändert sich überhaupt nicht. Also, im Gegensatz zum Default ist das echt so saumäßig extreme Unterschiede. So, da haben wir so ein bisschen Copper, was wir so generieren. Ah, ja, dieses Lied. Das ist so schön. So, dann machen wir als mal ein Maschinenblock, ne? Ich hätte können schwören, ich hätte die Dinger schon gecraftet, aber es ist jetzt auch schon mittlerweile fast eine anderthalbe, zwei Wochen her, wo ich das letzte Mal FTP aufgenommen habe. Ich habe die neun Folgen in Binnen von, ich glaube, zwei Tagen direkt hintereinander aufgenommen. So, wir brauchen noch sechs Stones, die wir burnen müssen, und da ist kein Zeug mehr drin. Super. Das ist Bruce. Okay. Ah, wie sieht's da aus? Was haben wir denn da? Ja, da haben wir noch das normale, das wird so eher eine Nobel, ne? So. Dann burn it. Burnie. So, da brauchen wir sechs Stones. So, für den Compressor. Wir brauchen zwei von diesen Force Ingots. Deswegen haben wir, glaube ich, auch das Gold gemacht. Wenn ich mich richtig entsinnele. So, machen wir mal vier Stück.
So, Gold, das ist eigentlich so eine sehr wichtige Ressource. Gold und Silber für die Force Ingots. Ja. Soweit habe ich Enchanting Plus aktiviert. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Ah, ja, genau, Ench. Ench. Da, Advanced Enchantment Table. Das craftet man so. Brauchen wir auch Gold und Eye of Ender. Ja, das Ding ist einfach awesome. Du kannst einfach auswählen, was du verzaubern willst. Das ist geil. Also diesen Mod, den wollte ich unbedingt dabei haben. Der ist richtig nice. So, Craft Mod da. Ja, so. Zweit Machine Block. So, dann noch da die beiden Circuits, die wir brauchen. Die reichen, ja, die reichen. So. Dann brauchen wir gerade mal etwas Holz, also insgesamt das sollte reichen. Oder ne, Moment, das reicht nicht. So, das sollte reichen. Wir brauchen 4 Tree Taps. So. Ja. Wir haben sogar ein Holz dann zu viel noch verkraftet. Finde ich gut. Aber besser zu viel als zu wenig, Leute. Besser zu viel als zu wenig. So, ich war gerade dabei. Ihr kennt ja bestimmt The Last Man Standing. Da gibt es ja mittlerweile schon 2 Ausgaben von. Also das ist, wo sich Team LPT und Team P-Speed gegeneinander battlen, so in einer kleinen Show. Das ist zwar schon uralt mittlerweile, aber mir ist vorgestern eingefallen, dass ich das noch gar nicht geguckt habe. Und da ich ja von beiden eigentlich ein ziemlich großer Fan bin, habe ich mir einfach mal gedacht, komm, das ziehst du jetzt einfach mal rein. Das ist geil. So. Hä? Mami? So. So, und ballert. Und ja, da war ich gerade dabei zu gucken, da erwähnte gerade einer in den Kommentaren, irgendwie, kannst du mal Tech zocken, und bin ich irgendwie auf FTB gekommen, und ich wollte eigentlich auch schon vorhin auf dem FTB Multiplayer kurz was noch abchecken, da ja beim Stammserver bald die neue Map für den Direwolf 20 raushaut. Jo. Wollte ich da mal kurz gucken gehen, aber erst am Montag, oder? Oh Gott, Montag. Oh Gott. Also, das hier ist sehr in der Vergangenheit, was ich hier gerade am Labern bin. So. Glaubt ihr, jetzt haben wir beide Maschinen, das finde ich gut. So, wie sieht es jetzt aus? Was brauchen wir jetzt? Also, ist da schon was Baumäßiges? Ja, ein baumäßiges. Yay, Mami. Sieht ja viel putzig. So. Haben wir uns schon einen Force Rod gecraftet? Weil wir brauchen ja auch so Force-Setzlinge. Setzlinge. Die sind pretty awesome, ne? Ah, da hinten wächst es ordentlich fleißig. Also ich würde sagen, wir craften uns mal kurz einen Force-Rot. Den müssen wir nämlich unbedingt haben. Der. Also haben wir irgendwo vielleicht so ein Nugget schon? Oder irgendwie. Ne. Dann auf jeden Fall mal. Oh Mann, jetzt werde ich unsere beiden Oak-Setzlinge, die wir haben, verschmelzen oder vernudeln für, aber egal. So, das geht irgendwie so, glaube ich, dann so und dann den dann. Nee, dann war es andersrum. So, mein Freund. Fast Road. Ah ja, genau, und eine Axt müssen wir craften. Das haben wir jetzt aber nicht hier. So, machen wir gerade. Holt. Ja, machen wir uns. Nee. Wir kommen mal uns vorerst mal noch Steinzeug, weil. Jo, miau. So, stellen wir das nebeneinander und. Piu, piu. Oh mein Gott. Das wird, glaube ich, noch für eins oder so reichen. Das ist ja geil. Auf jeden Fall, die seht's mir jetzt mal dahin, Digga. Die seht's mir jetzt hin. So, drei war das. Drei, ja, drei. Weil die Dinger. Das ist einfach die. Das ist die Energiequelle Zehntausende, ich sag's euch. Wenn man das, also das Holz brät, als zu Charcoal macht, da kommt dann kein Charcoal, sondern Golden Power Source raus. Und die bringt anstatt 4K 5K, ist zwar kein großer Unterschied, aber es macht große Unterschiede in Mengen.
deswegen ist das geil. Und ich habe erzählt bekommen, dass es auch reicht, wenn man dann nur einen Einser-Abstand hinbaut. Ja, das machen wir dann gerade auch mal. Weil die brauchen anscheinend nicht so viel Platz. Also Einser-Abstand reicht vollkommen und dann wachsen die selbst noch genügend. So, jetzt da gehen wir ab. So, dann hau ich weg. Hau ich weggie. So. Dadurch, dass dieses Lied, also das Maverick Bird Hintergrund Song, angefangen hat, habe ich einen ziemlich guten Timer, weil ich die Folge beenden kann. Weil das ziemlich genau 16 Minuten geht, wenn ich mich nicht irre. Weil wenn das Lied rum ist und dann noch ein Lied und dann sind wir ungefähr dann bei 25 Minuten. Ja, das könnte hinkommen. Ja, das ist dann eine ziemlich gute Zeit auch. Und so kriegen wir dann auch mehr Platz, also so kriegen wir auch mehr Bäume hin dann. Finde ich gut. So. So, das da machen wir dann auch gerade so. Near. So, halt die drei Abstände so, die will ich halt belassen. Eigentlich müssten schon fast vier sein. Die das sind auch ziemlich breit ausschlagend. So, da nochmal zwei. Also können wir halt eine ziemlich viel größere Fläche halt bauen. Finde ich gut, da können wir halt, dann machen wir. Jo, können wir hier dann nachher auch noch eins hinsetzen. Auf das eine kommt jetzt wirklich dann an. So, hier, jo, 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 Mami. So, da geht's so hoch. Ja, die Forstbäume sind halt ziemlich kalt, die brauchen wir halt auch für Forst, wie heißt's? Forstmaterial, also Forst Pickaxe und Forst Axt. Ja. Das reicht dann also noch für einen Setzling. Ob wir das auch mit dem Setzling machen können. Selber probieren. Ne, es geht nicht. Schade, hätte ja können klappen tun. So, aber Spruce Wood. So, wieder mal Wood. Wood. Ah, schon mein Stack Copper, Digga. Da hauen wir da mal rein, man weiß ja nie, für was man es später noch gebrauchen kann. So. Hey, ein Redstone. Wieso habe ich ein Redstone da drin? Das verstehe ich nicht. I don't understand this. I don't understand. Lol, wie schnell das wächst. Geht er voll ab. Es geht voll ab. So, Errol, da haben wir es drin. Da, genau da. Vier Stück, ey. Da haben wir schon fast einen halben Ingot. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist richtig hart. Ah, the crowbar. Right-click while sneaking on to link cards. Okay. Ist ja very interessant. So, wir brauchen eine Pickaxe. Da ist ja noch eine Pickaxe. Ich gerade gesehen. Ich hab's schon nicht gesehen. So, da geht's so hoch. Wie weit war es? I don't blick durch. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14 ist 16, 15. Ja. Sagen wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Löchenwelt und alle, die sie bevölkert. So, dann hauen wir das weg. Wir brauchen ja eine Vierer Höhe. Oh, das sind wir schon fast oben, sehe ich gerade. Okay. Das wird dann eine ziemlich enge Sache. Also da können wir ja erstmal dann die Kobbelsens hinstellen. Wie wir es ja da auch schon gemacht haben. So. Ach, schick. So, Mami. So. Ja, kleistern wir das da gerade mal kurz zu. So, komm. Na los. Nein, ja, bitte. Ach, du Penner.
So, was hältst du davon? So. So, wie weit gehen wir da an den Berg rein? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Eine Schaufel haben wir auch noch. Geil. Schön wegschaufeln. Also, ich weiß gar nicht, was wir mit ganzen Räumen anfangen sollen. Ne? Das gibt's nicht. Ich habe auch gerade noch eine Singleplayer-Welt, also auch FTP, auch dieses Modpack mit genau den gleichen Mods am Laufen. Das spiele ich jetzt insgesamt eine Spielstunde von, sagen wir mal gut, auch 10 bis 12. Und Haus schon komplett fertig, also weiß. Also aus Quarried Stone und Birkenholz, sieht saugeil aus. Richtig schön. Und habe schon zwei Hybrid-Solar-Panels und vier oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, Advanced Solar Panels und Mass Fabricator. Also schon richtig hart. Ja. Hab mich halt am Anfang hauptsächlich aufs Minen konzentriert. Also hab halt Birkensetzlinge eingesammelt und halt, wenn ich Quarried Stone gesehen habe, direkt ein Home gesetzt und so. Und dann bis ich dann habe ich gemint von jedem Ding, ich glaube drei oder vier Stacks. Halt immer wieder halt abladen, abladen, koppeln und so. Muss ja auch weg. Ja, und das binne von einer guten 2 Stunden. Als ich schon das ganze Zeug zusammen habe, dann direkt angefangen. Also das Haus hatte ich erst fertig, nachdem ich schon den Mass Fabricator hatte. Also war auch im Nether oder im Nether. Ja. Hab schon eine fette Hühnerfarm gebaut, die geleckt hat wie Sau. Da waren ich glaube, um die 500 Hühner drin. Die hab ich schon aber alle getötet. Ja, es hat mich ein bisschen gestresst, weil ich hatte so behinderte, dauerhafte Frame-Einbrüche. Ich hatte dauerhaft zwar noch gute 120 bis 150 FPS. Nur ab und zu ist es schon so auf 20 runter. Das, hat einen richtig hart weggenudelt. Also, das ist nicht schön. Das ist nicht gut, Digga. So, heieiei, was sollen wir mit den ganzen Etagen machen? Ich verzweifle da dran. Oh Mann, also müssen wir wahrscheinlich eine WG aufmachen und müssen da ganz viele. Wir werden daraus einfach einen Multiplayer-Server machen. Und hier können dann um die 200 Leute dann so in einem Raum wohnen. Und ja, das geht dann bestimmt sehr gut. Ganz viel Platz. So. Ach ja, wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon lang. Oh ja, da bin ich schon fast 2 Wochen oder so wieder aus Spanien zurück. Und ich nehme dieses Video gerade auf. Das ist die Woche vor davor, bevor ich nach Spanien gehe. Spanien und aus dem Baum gewachsen, 2 Stück, geil. Und mir ist da so gerade ins Auge gelinst, dass da oben Kohle ist. Kohle, 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 la. Ja, eine schöne eiskalte Coke würde ich auch gerne mal trinken, aber hab schon ewig nicht mehr gemacht. So eine eiskalte, kalte, kalte. Wirklich eisig, eisig. Bam, einfach zerplatzt. Jetzt kommt von irgendwo oben Gravel oder Lava runter und tötet mich. Ich weiß es genau. I can feel it. Feel it. Miau. So. Ach, schöne Kohle. Schöne, schöne Kohle. Wieso? Ah, das ist Charcoal. Wieso haben wir so viel Charcoal? Why? Tell it me. So, bauen wir das wieder zu, Digga. Bauen wir das wieder zu. So. Wird hier eh nachher wieder alles abgebaut, aber es geht ums Prinzip. Meine Nase ist voll zu und ich bin gar nicht mehr krank. Also, ich hab zwar Dingens, aber Dingens, ne? Dingens halt. Dingens, Dingens. Wow. Ja, dieses Last Man Standing, das ist so scheiße geil. Und dieses eine Spiel, was sie da gespielt haben, das, wie heißt es? Irgendwie mit Rayman.
so ein Fußballspiel. Ich muss mir das unbedingt auch zulegen. Also ich muss mir Rayman zulegen. Ich hoffe, das kann man auch auf anderen Konsolen spielen. Ich habe nämlich keine PS3. Wieso habe ich das jetzt abgebaut? Wieso habe ich es abgebaut? Das hätten wir bestimmt noch können benutzen. Stimmt irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie. Oh mein Gott, wer ruft mich da an? Böse, Handy, böse. Ja, das ist so, wenn ich aufnehme und dann ruft mich jemand in Skype an, dann wird das aufs Handy umgeleitet. Alter, nein! Nein! Was ist gleich? Man kann am Aufnehmen, Digga. So. Miau, 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 miau. So, dann bauen wir das da gerade noch fertig ab. Dann gehen wir nach unten mal checken, wie es da so aussieht. Wir hatten, glaube ich, was im Ofen oder so gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr. So. Nerven wir nicht. Oh, ich bin doof. I'm so fucking stupid. So, da haben wir unser Kobbelkistchen. Defi sehen die hier aus. Mit normaler Textur. Geht ja gar nicht. Shame on you, shame on you. So, haben wir noch den Dirt, der kommt da rein. Dirty Dirt. Noch die Real Coal. So, aber Leute, das war's dann erstmal für heute mit Let's Play Feed the Beast. Wir sind nicht viel vorangekommen, haben zwar jetzt. Ich hab gedacht, die Setzlinge leuchten. Haben jetzt ein paar Setzlinge, haben die Maschinen fertig. Bisschen mit der zweiten Etage weitergemacht und jo, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao!